Kapitel 23. Paulus sah die Mitglieder des Hohen Rates mit festem Blick an. Meine Brüder, begann er, ich habe Gott immer mit einem reinen Gewissen gedient, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Schlagt ihn auf den Mund, rief da der Hohepriester Hananias den dabeistehenden Gerichtsdienern zu. Dich wird Gott schlagen, du übertünchte Wand, sagte Paulus zu ihm. Du sitzt scheinheilig da, um mich im Namen des Gesetzes zu richten, und missachtest selbst das Gesetz, indem du mich schlagen lässt. Wie kannst du es wagen, den hohen Priester Gottes zu beleidigen? Fuhren die Gerichtsdiener ihn an. Da erwiderte Paulus: Ich wusste nicht, Brüder, dass er der hohe Priester ist. Denn ich weiß natürlich, dass in der Schrift steht, du sollst nicht abfällig über einen Führer deines Volkes reden. Weil Paulus nun aber wusste, dass der Hohe Rat zum Teil aus Sadduzäern und zum anderen Teil aus Pharisäern bestand, rief er in die Versammlung hinein: Brüder, ich bin ein Pharisäer und stamme aus einer Pharisäerfamilie. Wegen der messianischen Hoffnung Israels stehe ich hier vor Gericht. Und weil ich glaube, dass die Toten auferstehen. Kaum hatte Paulus das gesagt, da brach ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern los, und der Rat spaltete sich in zwei Lager. Im Gegensatz zu den Pharisäern behaupten die Sadduzäer nämlich, es gäbe keine Auferstehung und bestreiten die Existenz von Engeln und anderen unsichtbaren Wesen. So kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Und einige Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sprangen sogar auf und erklärten kampfbereit: Wir können an diesem Menschen kein Unrecht finden. Vielleicht hat ja tatsächlich ein Engel oder ein Geist zu ihm gesprochen. Der Tumult wurde am Ende so heftig, dass der Kommandant fürchtete, sie würden Paulus in Stücke reißen. Er ließ seine Mannschaft ausrücken und befahl ihnen, Paulus herauszuholen und wieder in die Burg zu bringen. In der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm: Nur Mut, denn genauso wie du in Jerusalem ein Zeuge warst, wirst du auch in Rom für mich eintreten. Bei Tagesanbruch trafen sich eine Anzahl Juden zu einer geheimen Absprache. Sie schworen unter feierlicher Selbstverfluchung, nichts zu essen und zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Mehr als 40 Männer beteiligten sich an dieser Verschwörung. Sie gingen zu den hohen Priestern und Ratsältesten und sagten: Wir haben feierlich geschworen, nichts zu essen und zu trinken, bis wir diesen Paulus getötet haben. Ihr könnt uns dabei helfen, wenn ihr im Namen des Hohen Rates zum Kommandanten geht und ihn auffordert, Paulus noch einmal vorzuführen. Ihr wolltet seinen Fall genauer untersuchen, und wir werden uns bereithalten, ihn umzubringen, noch bevor er bei euch eingetroffen ist. Aber ein Neffe von Paulus, der Sohn seiner Schwester, hörte von dem geplanten Anschlag. Er machte sich sofort auf den Weg in die Burg und erzählte es Paulus. Der rief einen von den Offizieren herbei und sagte: Bring diesen jungen Mann hier zum Kommandanten. Er hat eine wichtige Nachricht für ihn. Der Offizier ging mit Paulus Neffen zum Kommandanten und sagte: Der Gefangene Paulus bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen. Er soll eine wichtige Nachricht für dich haben. Der Kommandant fasste den Neffen des Paulus am Arm, führte ihn beiseite und fragte: Was hast du mir zu berichten? Die Juden, sagte er, wollen dich bitten, Paulus morgen noch einmal dem Hohen Rat vorzuführen, angeblich um die Vorwürfe gegen ihn genauer zu untersuchen. Aber du darfst ihnen nicht glauben, denn in Wirklichkeit planen mehr als 40 Männer einen Anschlag gegen ihn. Sie haben mit Selbstverfluchung geschworen, nichts zu essen und zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Alle sind bereit und warten nur darauf, dass du ihre Bitte erfüllst. Der Kommandant schärfte dem jungen Mann ein: Verrate keinem, was du mir davon erzählt hast. Dann ließ er ihn gehen. Gleich darauf ließ er zwei von seinen Offizieren kommen und befahl ihnen:
200 Soldaten sollen sich zum Abmarsch nach Caesarea bereit machen, dazu 70 Reiter und 200 Leichtbewaffnete. Ihr brecht heute Abend um 9 Uhr auf. Haltet auch Reittiere für Paulus bereit und bringt ihn sicher zum Statthalter Felix. Dann schrieb er folgenden Brief: Claudius Lysias grüßt den hochverehrten Statthalter Felix. Den Mann, den ich hier zu dir schicke, hatten die Juden in ihrer Gewalt und hätten ihn beinahe getötet. Als ich erfuhr, dass er das römische Bürgerrecht besitzt, ließ ich ihn durch meine Soldaten in Sicherheit bringen. Und weil ich herausbekommen wollte, weshalb sie ihn verfolgen, brachte ich ihn vor ihren Hohen Rat. Dabei zeigte sich, dass er nichts getan hat, was ein Todesurteil oder auch nur eine Gefängnisstrafe rechtfertigen würde. Ihre Vorwürfe bezogen sich nur auf strittige Fragen ihres Gesetzes. Nun ist mir gemeldet worden, dass ein Anschlag auf ihn vorbereitet wurde. Deshalb habe ich ihn sofort zu dir geschickt, und die Kläger werde ich anweisen, ihre Sache gegen ihn bei dir vorzutragen. Die Soldaten übernahmen Paulus und brachten ihn befehlsgemäß noch in der Nacht bis nach Antipatris. Am nächsten Tag kehrten die Fußtruppen nach Jerusalem in die Burg zurück und ließen die Reiter allein mit Paulus weiterziehen. Diese brachten ihn nach Caesarea, übergaben dem Statthalter den Brief und führten den Gefangenen vor. Der Statthalter las den Brief und fragte Paulus, aus welcher Provinz er stamme. Als er hörte, dass er aus Zilizien kam, erklärte er: »Ich werde deine Angelegenheit klären, sobald deine Ankläger hier eingetroffen sind.« Dann ordnete er an, Paulus bis dahin in seinem Amtssitz, dem ehemaligen Palast des Herodes, gefangen zu halten.